Guten Morgen. So, was haben wir denn hier Schönes? Und zwar, kennt ihr dieses Gerät schon? Das ist ein, genau, das ist ein Beatronics Nectar. Von der Firma Beatronics. Schalter dran. Hier noch ein kleiner Kippschalter. Drei Potis. Einmal Taste. Damit macht man, damit stellt man die Höhen und Tiefen ein. Man stellt es ein, wie hell oder wie dunkel etwas klingt. Dann hier einmal den Honey. Honey ist die Verzerrung. Und einmal Volumen. Ganz wenig dran. Und das Ding soll richtig gut sein. Und das wollen wir jetzt mal testen an dem Marshall da. Ganz ungeschönt, was das Ding wirklich kann. Machen wir Power On hier. Ja, sieht den Zustand. Ich bin jetzt mit dem Kippschalter auf der Seite. Das bedeutet, das ist Distortion. Und wenn ich jetzt hier rüber kippe, das wäre dann Fuzz. Ich bin mal gespannt. On, off. Die Schalterstellungen bleiben bestehen. Dann sieht man immer, wo man gerade ist. Das ist eigentlich ganz einfach gemacht. Wir schießen das schöne Ding mal an. Und zwar, jupidu. Gehen wir hier mal rein. Zackidoggi. In, out. Da muss ich irgendwie wieder reinkommen, ne? Ey, da muss man ja noch Kabel suchen. Man sieht, ich bin super vorbereitet. Also, gehen wir jetzt. Ach, das machen wir schöner. Das machen wir schöner. Und zwar gehen wir hier mit rein. So. Und das ist der Ausgang. Sag mir, das Ding hab hier. Jetzt geht natürlich die Gitarre rein. Super geil. Ich habe kein Kabel. Ich habe kein Kabel. Da ist ein Kabel. Aber jetzt sagt der Mega schon gleich hier schön ab. Da muss man ja noch sehen können, das Ding, ne? So, sieht man das? Ich habe keine Ahnung. So, ne? Da ist das Kabel. So. Sieht man noch, ne? Sieht man den? Sieht man den? Sieht man den? So. Die Aufnahme einfach nur mit einem AKG C400B. Einfach so, wie es hier im Raum klingt. Auf Ohrhöhe. Ja, wollen wir mal gucken. Gitarre. Gib mir eine Gitarre hier. Gitarre. Ich nehme einfach mal die Slick. Warum habe ich das hier oben? Das ist einfach nur so zur Dämmung hier. Bop, bop, bop. Warum ich das so gemacht habe mit dem Schuhband? Keine Ahnung. Ne? Es hat funktioniert. Bleibt so. Fertig. Oh. Fire in the Hole, oder wie heißt das? Der ist noch aus. Okay. Und mal gucken, was passiert. Kaffee. Kaffee ist nicht zu unterschätzen. Nur Profis dürfen Kaffee auf ein M stellen. Ne? Alle Regel auf 12 Uhr. Geil.
hier oben eine Scheiße. Ach Gott, ey. Läuft. Es läuft. Jetzt wisst ihr, warum ich eigentlich gar kein YouTuber bin. Bin ich nämlich nicht. Das merkt man sofort. Super. Mehr Volumen. Mehr Verzerrung? Yeah.
Nice. Üb. Ist gut.